Battlefield 1 steht vor der Tür. Am 21. Oktober erscheint der Shooter von EA und DICE für PC, PS4 und Xbox One. Und wir hatten jetzt erstmals die Möglichkeit, uns einen umfangreicheren Eindruck vom Spiel zu verschaffen. Denn wir, und damit meine ich meinen Kollegen Johannes, hallo Johannes. Ja, hi. Und ich wurden nach Stockholm eingeladen, tatsächlich zu DICE, zu den Entwicklern. In die heiligen Hallen, wie man das so furchtbar sagt. Genau, ja. und konnten über 2 Tage lang verteilt so 15 Stunden Battlefield 1 spielen, sowohl die Solo-Kampagne als auch den Operations-Modus im Speziellen, aber den Multiplayer-Bonus natürlich auch allgemein. Ja. Genau, und da sprechen wir jetzt einfach ein bisschen drüber in 2 Videos. In diesem Video soll es so ein bisschen um die Solo-Kampagne gehen. Genau, denn da war ja noch ein großes Fragezeichen vorher. Jetzt so langsam, so nachdem wir auch ein bisschen was gesehen haben, jetzt kommen die ganzen Infos mehr oder weniger raus, aber lange hat da ist ja ein großes Geheimnis drum gemacht. Wir haben aber jetzt einen Teil davon gesehen. Genau. Wir dürfen noch nicht über alles reden, was wir gesehen haben. Das muss man auch sagen. Kurzer Disclaimer. Wir dürfen über alles reden, was auch in der Play First Trial drin ist. Das ist die Version, die über EA Access und Origin Access ab dem 13. Oktober spielbar ist. Und das ist im Falle der Solo-Kampagne der Prolog und die erste Mission durch Morast und Blut, heißt sie, glaube ich, auf Deutsch. Genau. Dieser wunderschöne Titel. Den Prolog sehen wir jetzt gerade auch schon bei uns im Hintergrund oder gerade im Vollbild. Den hat man ja auch vorher schon im Trailer bzw. im Stream gesehen. Genau. Und da hat er mich schon beeindruckt, muss ich sagen, weil ich diese Erzählweise, dieses Besondere, das Spoiler, aber es dürfte inzwischen jeder gesehen haben, dass wenn man stirbt, eben zu einem anderen Soldaten gesprungen wird. Und es wird das Todesdatum oder die Lebensdaten des Soldaten, der gerade eben sein Leben auf dem Schlachtfeld gelassen hat, wird eingeblendet und relativ kommentarlos wird zum nächsten Soldaten übergeblendet. Und das hat mich im ersten Moment, als ich das erste Mal gesehen habe, schon beeindruckt. Ja. Wie ging es dir da? Also mir ging es ähnlich. Ich saß tatsächlich so ein bisschen beklommen dann auch vor dem Bildschirm, weil es halt sehr, sehr intensiv halt präsentiert wird. Ich finde, es vermittelt sehr, sehr schön diese, ja, auch Willkürlichkeit von so einer Schlacht. Also man sieht das zum Beispiel bei diesem Panzerfahrer, wo die Kamera dann quasi in so einen Panzergeschützfahrer fährt und der aber nach wenigen Sekunden einfach wird der Panzer einfach von so einer Rakete getroffen und hat eine quasi Rakete, keine... Rakete, Tobi. Eine Artilleriegranate. Eine Artilleriegranate, okay, sorry. und dann quasi keine Chance hat zu überleben. Und dadurch, dass wirklich jeder Soldat auch einen Namen hat, bekommt das Ganze halt schon so ein bisschen mehr Tiefe, auch wenn ich die Namen sind jetzt natürlich auch so ein bisschen... Ja, random zusammen generiert. Erzähl deine Anekdote. Ja, ich wurde tatsächlich in einer Rolle von einem Flammenwerfer Gegner erledigt und mein Name war, glaube ich, Hugh Burns. das war dann tatsächlich ein bisschen... ungewollt komisch. Ja, Ironie des Schicksals irgendwie. Aber ich finde den Prolog auch ist eine sehr, sehr gute Idee, definitiv, um einen wirklich so einzunorden auf den Ersten Weltkrieg, auf dieses Setting. Und hat mir sehr gut gefallen. Ich finde aber dann im starken Kontrast zu dieser Inszenierung, die wirklich cool ist, stand für mich das Spielerische. Und das war schon beim Anschauen so und das war jetzt auch beim selber Spielen des Prologs tatsächlich so, das ist wirklich relativ Schießbude. Das ist natürlich hier auch tatsächlich so inszeniert, dass die Gegnerwellen einfach auf dich zukommen, deine Stellungen werden überrannt. Das soll jetzt auch nicht super spielerisch anspruchsvoll sein. Ist es aber eben auch einfach nicht, sondern es ist wirklich mehr oder weniger Tontaubenschießen. Man ballert sich dann so lange durch, bis man irgendwann einfach überwältigt wird. Oder in meinem Fall, ich hatte irgendwann tatsächlich am Anfang keine Munition mehr. Ja. Und dann war es das halt. Das hat mich dann doch echt enttäuscht. Also das ist so mittelmäßig dann doch spielerisch ist. Ja, und auf dieses Spielerische kommen wir sowieso noch zu sprechen, weil das zieht sich ja auch durch, also zumindest auch durch die erste Kampagnenmission. Ja, ich also würde sagen, wir springen jetzt mal zur nächsten Kampagnenmission im Video. Das ist nämlich die schon angesprochene Through Mud and Blood auf Englisch, durch Morast und Blut auf Deutsch. Darum geht es, oder darin schlüpfen wir in die Rolle von Danny Edwards. Das ist ein junger Panzerfahrer der britischen Armee, der am Sturm auf die französische Stadt Cambrai beteiligt ist. Und eben in dieser Episode seine neue Crew kennenlernt und mit der dann zusammen eben die Fahrt nach Cambrai. Und daran erkennt man aber auch schon eine Besonderheit eben dieser Kampagne. Sie ist gestückelt in einzelne War-Stories, die auch keinen überspannenden Handlungsbogen hat. Also man spielt erst diesen Prolog, den wir schon angesprochen haben, und dann ist man frei, welche War-Story man danach spielt. Und da ist auch kein Handlungsfaden, kein Zusammenhang zwischen Prolog und diesem Through Mud and Blood, sondern das ist eine eigenständige Geschichte, die eben in diesem Fall
um diesen Danny Edwards sich dreht. Genau. Sie wird auch abgeschlossen erzählt. Also am Ende wird ihr dann noch so ein bisschen Kontext an die Hand gegeben. Also es hat immer natürlich noch diese historische Komponente, was ich auch ganz nett finde. Und es ist sehr, sehr variantenreich. So viel kann man, glaube ich, schon verraten. Die War Stories, also es sind immer andere Schauplätze, immer andere Hauptcharaktere und auch, soweit wir das schon gesehen haben, auch immer ein bisschen andere Erzählweisen oder Herangehensweisen. Ja, zumindest so einen leichten Twist, ohne jetzt wirklich was verraten zu wollen. Auch gerade hier ist doch eine Sequenz, die mich echt überrascht hat, über die ich jetzt wirklich echt nichts sagen will, weil sie mich in dem Moment echt überrascht hat. Ja. So, huh, ich kann mich erinnern, ja. Und das ist ganz ähnlich, also eine komplett andere Richtung, aber so ganz ähnlich wie eben dieser erste Tod dann in dem Prolog, wo man merkt, okay, du springst jetzt plötzlich zu einem anderen Soldaten, was ist das denn jetzt? Ja. Und so auch eine Sequenz, die eine ganz andere Richtung geht, aber dass es einfach mal was Besonderes hat. Dass man wirklich denkt, hey, okay, hier hat sich jetzt aber einer mal ein bisschen Gedanken gemacht und macht so nicht die 0815-Story. Genau. Generell, hier sehen wir auch gerade eine Zwischensequenz, die haben mir auch sehr gut gefallen. Also sie sind sehr, sehr gut inszeniert, finde ich. Die Charaktere kommen sehr, sehr sympathisch rüber, finde ich. Natürlich hast du jetzt in dieser ersten Episode auch so die klassischen, ja, da ist einer mehr der Draufgänger, einer eher der vorsichtigere Typ und so. Ich finde, das kann man dem Spiel auch irgendwie verzeihen. Aber so gerade auch so die Gesichtsausdrücke, Emotionen kommen sehr, sehr gut rüber, finde ich. Wir hatten allerdings auch ein paar technische Problemchen bei den Zwischensequenzen. Ja, also wir haben eigentlich eine fast fertige Version gespielt. Es hat allerdings, man hat es gerade vielleicht im Hintergrund schon gesehen, bei den Zwischensequenzen, die auch während der Ladezeiten spielen, immer wieder Hänger gegeben. Also genau. Dass es wirklich durchaus mal eine Sekunde lang oder so das Bild einfach eingefroren ist. Und es ging dann immer weiter, aber man hat sich immer ein bisschen gefragt, ist es jetzt abgeschmiert oder geht es noch weiter? Und eine Sequenz, ich springe mal einfach mal im Video weiter, dass wir mal ein bisschen mehr vom Gameplay sehen. Und eine Sequenz, in der Feindpanzer anrollen, wo bei uns beiden an der gleichen Stelle der gleiche Panzer hängen geblieben ist. Genau, wirklich exakt an derselben Stelle und wir haben das den Entwicklern auch gesagt, also die haben sich's auch notiert, deswegen sind wir mal gespannt, ob das im fertigen Spiel dann auch in der Verkaufsversion dann eliminiert wurde. Genau, es war auch nicht nur bei uns, sondern auch beim Kollegen von der PC Games auch noch, also es waren einige Journalisten da und der Fehler ist tatsächlich wiederholt aufgetreten, aber Lars Gustafsson weiß Bescheid und wenn das dann auch noch eine Verkaufsversion ist, dann müssen sie dringend einen Patch nachlegen oder so. Genau. Genau, hier sieht man jetzt ein bisschen vom Gameplay und man sieht auch einfach, dass es geil aussieht. Es sieht fantastisch aus. Diese Schlachtfeldpanoramen, die Battlefield One zaubert, sind einfach krass. Ja. Also wahnsinnig detailliert, es geht sehr, sehr viel kaputt. Ich würde nicht sagen, dass man wirklich alles zerstören kann, aber doch so ziemlich alles, auf das man mit dem Panzer schießt, geht tatsächlich kaputt. Ja, sind immer so diese Ruinen, die auch stehen bleiben sollen, die bleiben dann auch stehen. Ich muss ja sagen, ich habe mich extrem in den Schlamm verliebt. Also der Schlamm in diesem Spiel ist echt toll. Also man sieht das hier vielleicht so ein bisschen an den Ketten von dem Panzer. Da wird der Schlamm richtig schön aufgewirbelt. Es hat sogar einen leichten spielerischen Effekt. Also wenn man wirklich in diese Schlammgruben reinfährt, wird man verlangsamt und ist dann halt dementsprechend auch ein besseres Ziel. Und die Waffe, das sehen wir vielleicht später noch, bleibt tatsächlich auch, wenn man sich hinwirft in den Ego-Shooter-Passagen, auch sehr effektvoll, finde ich, an der Waffe kleben. Das sieht wirklich klasse aus. Das sieht wirklich Sahne aus. Und jetzt vielleicht einen kleinen Spoiler. Ich würde sagen, wir springen noch mal ein bisschen durch und erzählen so ein bisschen was über diese Mission. Genau. Die ist nämlich in vier Elemente oder vier Unterkapitel quasi eingeteilt. Das ist hier das erste Kapitel, Over the Top heißt es, glaube ich, auf Englisch. Da geht es darum, mit dem Panzer vorzurücken, über dieses Schlachtfeld immer wieder Artilleriekanonen oder Panzerabwehrgeschütze zu zerstören und Punkte einzunehmen, tatsächlich wie im Multiplayer-Modus, interessanterweise. Es bereitet einen so ein bisschen auf den Multiplayer-Modus vor. Habe ich auch an anderen Punkten so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die Kampagne so ein bisschen Trainingsmission ist für den Multiplayer-Modus. Aber wirklich Training, denn auch hier stellen sich die KI-Gegner nicht besonders clever an. So, jetzt Spoiler, jetzt geht's weiter. Also wenn ihr das nicht sehen wollt, dann bitte jetzt weggucken. Genau. Das ist dann der zweite Teil. Da müssen wir durch den Bourlon Wood, also durch einen vernebelten französischen Wald, und zwar zu Fuß. Ja, und da haben wir uns natürlich erstmal gefragt, warum schickt man eigentlich den Panzerfahrer vor, um irgendwie gegnerische Stellung zu zerstören? Genau, ausgerechnet der Fahrer muss jetzt nach vorne rennen, der Offizier sagt, der Chef sagt halt da, okay, ich fahre jetzt den Panzer, du rennst vor und klärst uns mal da den Weg auf und so. Und da kommt wir dann an einen Punkt, der mich dann auch wieder gestört hat, weil sie gerade auch vorher gesagt haben, sie haben diesen Aspekt mit verschiedenen War-Stories gewählt, weil sie nicht so diesen einen Supersoldaten haben wollen, der überall auf jedem Kriegsschauplatz unterwegs ist, der einfach alles kann und der alles abräumt und so. Tja, und hier machen sie halt genau das. Genau das. Denn erst bist du Panzer gefahren, okay, das ist für einen Panzerfahrer normal. Jetzt rennst du aber rum und später in der Mission schaltet man eine deutsche Stellung nach der anderen aus. Und ballert Gegner en masse über den Haufen, hantiert mit Granaten, hantiert mit Explosivwaffen.
Und später so betätigt man sich sogar als Scharfschütze. Und das hat mich dann auch wieder irgendwie gestört, weil das passt dann nicht zu dieser Geschichte, dass dieser junge Chauffeur, der eigentlich ist, sich da so ein bisschen als Panzerfahrer etablieren will, sondern da wird er dann plötzlich dann doch wieder zum Supersoldaten und zum Helden. Ja. Und da fällt das so ein bisschen aus der Rolle. So diese spezialisierte wird dann tatsächlich spätestens ab der zweiten Episode so ein bisschen aufgebrochen, das finde ich auch. Und hier sieht man auch direkt wieder so ein bisschen Multiplayer-Training spotten, ganz wichtig. Also so kann man die Gegner dann auch ja hinter Hindernissen und so weiter dann sehen. Und hier in dieser Episode hat man dann natürlich, wie es so oft in Shootern ist, die Möglichkeit halt ein bisschen vorsichtiger vorzugehen. Oder du hast natürlich auch die Möglichkeit, die Schrotflinte auszupacken und die Gegner dann relativ schnell zu erledigen. Also ich habe die etwas rabiatere Variante gewählt und es funktioniert eigentlich genauso gut. Genau. Aber man muss eben sagen, das ist alles spielerisch echt konventionell. Ja. Da geht Battlefield 1 absolut keine neuen Wege. Ja. Wie gesagt, mir ist die KI zu doof. Ja. Schlicht, also wir haben auf normalen Schwierigkeitsgrad gespielt. Ich nehme an, auf einem schweren Schwierigkeitsgrad halten sie auch einfach nur mehr aus. Also sie werden nicht schlauer. Und sie sind oft mal irgendwie auch mal hängen geblieben oder haben sich echt nicht besonders clever angestellt. Ja. Und dementsprechend rennt man da so durch, macht das halt. Tja. Und deswegen hatte ich auch, wir hatten ja vorher drüber gesprochen, hatte ich auch hin und wieder einfach das Gefühl, das fühlt sich dann tatsächlich auch so ein bisschen wie so ein Zweiter Weltkrieg-Shooter an. Also da du ja jederzeit oder fast jederzeit diese automatischen Waffen auch hast, da das irgendwie nicht selten ist, wenn du so eine findest, hatte schon so ein bisschen, ja, den Eindruck dieser alten Weltkrieg-Shooter, was ich per se nicht schlecht finde. Aber ich hatte mir dann vielleicht doch ein bisschen erhofft, dass sie hier und da mal zumindest so einen neuen Weg gehen. Wie gesagt, diese Idee, die du angesprochen hattest, die fand ich auch super und das ist auch toll, aber spielerisch ist das Ganze, bleibt das Ganze halt tatsächlich seicht. Ja, und das ist eigentlich meine große Enttäuschung. Also große Enttäuschung. Es ist halt mäßig. Es ist leider, leider das, was man eigentlich von einem Battlefield-Singleplayer-Kampagne erwartet. Zumindest nach unserem ersten Eindruck. Wir haben, wie gesagt, noch nicht alles durchgespielt. Wir haben aber schon ein bisschen was gesehen. Und da ist der erste Eindruck wirklich, das ist eher mäßig. Die nette Dreingabe, die Erzählweise ist sehr, sehr gefällig. Wie gesagt, die Zwischensequenzen sind gut, die Ideen, die auch hinter den einzelnen Episoden stecken, sind auch ganz nett. Aber wie gesagt, niemand sollte erwarten, dass da jetzt irgendwie ein super revolutionäres Spielkonzept hintersteht. Es ist immer noch ein Ego-Shooter, auch ein Weltkriegs-Ego-Shooter, das merkt man im Spiel jederzeit an. Es mag sein, dass in den späteren Episoden da noch irgendwie die Hurra-Super-Überraschungen ausgepackt werden, aber wenn ich ehrlich bin, daran glaube ich nicht. Genau. Also, ja, das ist unser erster Eindruck zur Kampagne von Battlefield 1. Wir machen hier gleich weiter mit einer Ersteinschätzung zum Operations-Modus. Bis dahin, ciao.